Traditionell stürmten die Karnevalisten kurz vor den drei tollen Tagen das Bundesbehördenhaus in Koblenz. Die Übermacht der karnevalistischen Truppe war mit rund 1000 Kräften einfach zu groß. Da hatten die Bundeswehrsanitäter und die Reserve des Karnevalclub-Korpskommandos Koblenz mit ihren Pillenwurf, den Spritzenkartons, keine Chance. Los ging es am Rheinufer, wo Prinz Frank und Confluentia Melina mit einer riesigen närrischen Streitmacht vom deutschen Eck aus zum Behördenhaus zogen. Und wir wollen hier die Erstürmung miterleben, wie jedes Jahr. Ist immer schön. Mir gut gefallen, wir sind zum wiederholten Male hier. Was soll ich Ihnen noch sagen? Ich bin die Hilke Grissel aus Koblenz-Immendorf und hat Spaß gemacht. Dem Ansturm hielt die Mauer nicht stand und auch die Granaten der Bekittelten verfehlten ihre Wirkung. Und so fegten vor allem die Gülser Husaren die Verteidiger einfach weg und machten für ihr Herrscherpaar den Weg frei ins Bundeswehrhaus. General und Prinz unterschrieben die Urkunde und das Tollitätenpaar erhielt den Schlüssel und damit auch die Macht über die in Koblenz stationierte Bundeswehr. Tollitätenpaar, Koblenz, Rheinfestung, Rheinfestung.